Hallo Minecraft, herzlich willkommen zur, keine Ahnung wie viele Folgen, Sky Factory. Wir haben letztes Mal angekündigt, wir wollen eine automatische Glasproduktion. Sand und Gravel können wir ja einfach so herstellen, das ist ja kein Problem. Und wir werden uns jetzt darum kümmern, dass das auch mit, also direkt aus dem Cobblestone Glas wird. Mein Gedanke ist, wir bauen einfach zwei Pulverizer. Pulverizer. Machine Frame haben wir hier noch zwei, dann nehmen wir, klauen wir uns einfach mal ein, zwei. Dann brauchen wir ein paar Flints. So. Redstone Reception Coil und zwei Copper Gears. Eisen. Zwei Redstone Reception Coils und was war da oben noch? Zwei Pistons. So. Na, ja, wir brauchen zwei, also brauchen wir vier. Das Coole mit dem Magneten ist, du kannst von einer Entfernung aus einfach auf die Barrels klicken und dann kriegst du das Zeug. So, wir brauchen jetzt aber einen Hardened Pulverizer, Electrum Gear und 8 Invar. Wie viel brauchen wir doch? Ich glaube nur 2. So. Na. Invar. Und dann haben wir schon zwei Hardened Pulverizer. So, der kommt jetzt dahin, der andere kommt dahin. Jetzt müssen wir den konfigurieren. Der kriegt nur von oben, unten bleibt aus und nach rechts gibt er aus. Der gibt, der macht jetzt Sand soll er direkt in die Kiste hier unten reinschmeißen. Deshalb machen wir, oben ist der Input, rechts tut er rüber in den Pulverizer, in den zweiten, weil da kommt der Gravel raus. Und wenn er hier als Drittprodukt Sand hat, den Sand tut er hier unten rein. Ja? Gut, dann müssen wir den hier konfigurieren, der kriegt rechts den Input, oben kriegt dann Output rot. Da kommt nämlich das Sand raus. Und hier kommt der Output. Hier kommt nämlich Dust bei raus. Denn Dust soll er auch gleich hier reinhauen. Gut. Eigentlich kann ich ja, glaube ich, die Kiste einfach so draufsetzen, oder? Der zieht doch automatisch das Zeug rein. Oder verpeile ich das gerade? Aber ich glaube eigentlich nicht. Cobblestone. Ne, tut er nicht. Dann war mein Gedanke schon richtig, das hier mit einer Kiste zu lösen. So. Gut, dann brauchen wir noch einen Alloy-Smelter. Alloy. Drei Öfen. Okay. Da muss man immer alles im Kopf behalten. So, ein Kupfer und zwei Redstone. Basic Capacitor. Gut, und dann drei Öfen. Ein Crucible. Und an den Ecken Eisen. So, der hat jetzt lediglich
hinten den Output und unten den Input. So, das war's eigentlich schon. Wir hauen das mal da rein, wir schauen, was hier passiert. Da wird Zeug produziert, hier kommt der Gravel rein und hier ist der Sand drin. Ja, und da kommt Glas raus. Automatische Glasproduktion. Gibt's das denn? Und das innerhalb von nicht mal 5 Minuten. Weil es nervt mich ein bisschen, dass ich immer immer das Zeug da rumwursteln musste. Ja? Ist doch so viel praktischer. Jetzt können wir gerade mal gucken, ob wir den Pulverizer. Der müsste ja eigentlich, wenn der hardened geht, vielleicht nochmal geupgradet werden können. Reinforced. Signalung. Wie kriegt man denn das? Kupfer, Silber und Redstone. Haben wir davon nicht schon was? Nee. Also, Kupfer. Wir brauchen 2 Stück. Also 8. 8. 3 mal 8 sind 24. Dann 8 Silber und einen Haufen Redstone. Oder haben wir da das schon drin? Nee. Wäre ja zu schön gewesen. Oh, braucht der lange. Dann brauchen wir noch Fused Quartz. Glass. Fused Quartz. Fused Quartz, 8 Stück. Haben wir auch da. Ah, die produzieren eigentlich schneller, wie der brennen kann. Das passt doch eigentlich. Aber wir können den ja auch noch upgraden, ja? Wenn wir die Kapazitoren bauen. Machine Upgrade Increase Energy Storage and Speed Range of Machines. Ja, könnten wir ja auch mal angehen. Vor allem ist es easy zu bauen. Wir brauchen nur Gold Nuggets, Kupfer, Redstone, Kohlepulver und Energetik Alloy. Kupfer, Redstone. Dann so, so, so. Und Kohlepulver. Vibrant Alloy haben wir ja auch. Warte mal. Vibrant. Ah, haben wir nur noch eins. Aber dann machen wir doch hier mal noch so eins rein. Ja, wenn der mal Gas geben kann dadurch, ist doch super. Hier haben wir schon 4 Signalungen. Warte mal, ich glaube, wir sollten hier nochmal ein bisschen Redstone reinwerfen. Ist ja easy. Na, das wollte ich jetzt nicht. Was habe ich denn da mitgenommen? Halt, Signal und brauchen wir. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und Redstone brauchen wir auch nicht. Eins hatten wir schon mal. Die
braucht natürlich auch mehr Strom, aber guck mal, jetzt ist der. Ja, wir pimpen die jetzt ein bisschen. Okay, wir können den einfach chiseln. Das heißt, wir brauchen zwei Glowstone-Blöcke. Aber wir brauchen noch mehr von den anderen, fällt mir gerade ein. Ne? Machst du auf? Machst du die Kiste mal auf? Kupfer, so und Redstone, wie immer. Wir brauchen ja davon dann noch ein paar mehr. Kohlepulver brauchen wir zwei. Wie Brandalloy, wie kriegt man das nochmal? Enderperle und Energetik. So, das haben wir dann in den Induction Smelter. Oh Gott, wie viel kriegen wir denn da raus? Dass es so viel ist, habe ich nicht gedacht. So, dann machen wir den kurz. Den Gear. Zwei. Achso, ich muss die noch farblich machen hier. Nehmen wir gelb. Welche Farbe ist, glaube ich, egal, aber machen wir einfach mal so. So, die müssten nämlich gleich dann total abgehen. Wie Brandalloy. Bam. Kann jetzt eine halbe Million RF speichern. So, wir pimpen jetzt unsere Maschinen mal. Oh, guck mal, wie schnell das geht. Rup, fertig. So. Dann wollen wir die zwei noch pimpen. Die behalten zum Glück ihre Einstellungen. Das finde ich geil. Ich weiß jetzt zwar nicht, welcher ist. Das ist der erste. Und das ist der zweite. Ja, der geht auch noch ein bisschen. Aber da können wir bestimmt auch noch ein Upgrade machen. Guck mal, wie schnell das geht. Da braucht man auf jeden Fall mehr Energie. Der kommt noch nach. Der kommt noch nach. Das gibt's gar nicht. Und die Solarzellen juckt das auch nicht. Ah doch, die hier wird geringer. Ja, okay, Solarzellen brauchen wir da noch ein paar. Aber das geht ruckzuck. Ja, nicht mehr so lange warten hier. 2, 3. Ich will jetzt gerade mal testen. Glas ist das jetzt, glaube ich, nicht so so arg zu sehen. Aber bei anderen Sachen, ich glaube, da geht es richtig ab. Und wir haben ja noch eine Upgrade-Stufe vom Pulverizer, haben wir ja noch. Gucken wir gerade mal, was der braucht. Enderium Ingot. Zwei Enderperlen für Rhodium und Enderium Base, Tin, Silber, Platin.
gerade mal gucken. Wie viel braucht man denn? Ich bin gerade so ein bisschen auf Extreme 2.4. Wir haben zwei Pulverizer, also brauchen wir 8 von denen. Enderium Ingot. Ach, warte mal. Die kriegt man hier? Die kriegt man in den Legendary Loot Bags? Leute, wir gehen Legendary Loot Bags öffnen. Ja, doch mal was, oder? Haben wir schon lange nicht mehr. Haben wir, glaube ich, noch nie. Doch, ein paar Mal. So, und das lassen wir hier mal laufen. Die produzieren einfach mal Glas, so ein bisschen. So, gehen wir mal Legendary Loot Bags öffnen. Das sind schon wieder die doofen Viecher. Jetzt ein Loch reingehauen. Ein Vakuumhopper haben wir auch noch geklaut. Warum kann ich den nicht mehr anschließen? So, kann man den Müll hier einsammeln. Und er hat einen Fernseher auf dem Kopf. So, 25 Legendary Loot Bags. Slimebälle hauen wir weg. Mana Bucket. Enderium Ingot. Dann haben wir ja schon ein Achtel. Oh! Da kommt der Capacitor, den wir vorhin brauchten. Bedrockium Ingot. Okay. Ach, das macht uns, genau, Bedrockium macht uns lahm. Kriegt man eigentlich einen Effekt Slowness. Genau, deshalb brauchen wir das mal wieder weg. Eigentlich könnte man die Teile hier, die können wir in den Müll kloppen. Wither Skelet, go. Den heben wir uns auf. Oh, schon wieder Bedrock, Junge. Was ist das? Lumium Ingot. Oh, das Bedrockium, das schlaucht ein bisschen. Und wieder Skelett. Let's go. Oh, jetzt haben wir zwei von diesen Capacitern gekriegt, eigentlich. Und ich habe die extra gebaut. Ein Magnum Torch. Bedrockium. Mana Pearl. Vibrant Alloy haben wir auch extra gecraftet. Oh ja. Na toll. Das ist doof, wenn du extra was craftest und dann kriegst du das plötzlich einfach geschenkt. Ne, den Crimson Helm, den lassen wir mal. Davon haben wir genug. Und Portal Frame. Ich brauche noch ein paar von diesem Enderium. Resonant Ender Bucket. Enderium Zeugs da. Ja, genau, von dem.
bitte. Oh Mann. Nee, das war nix. So. Bedrockium tun wir weg. Das will ich nicht haben. Lumium können wir mitnehmen. Das Rüstungszeug lasse ich auch mal da. Das brauchen wir später noch für oben. Was genau, verrate ich euch jetzt nicht. Magnum Torch lassen wir auch da. Und das nehmen wir mit. Das auch. Mana Pearl nehmen wir auch mal mit. Und die zwei Buckets. So. Also ein so ein Maximum Dinger könnten wir craften. Machen wir aber jetzt heute mal nicht. Machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Enderperle, Glowstone und anderes Zeug. Wir haben keinen Platz mehr. Ich muss noch meine Kiste aufstellen. So, Buckets. Essen. Essen ist nämlich auch ein bisschen durcheinander gekommen. Wir machen die Buckets jetzt zu dem Essen. Essen, Essen, Essen. Oh, wir haben schon Silverwood Saplings. Wusste ich gar nicht. So. Und hier hauen wir rein, das da. Und was noch? Das Skelett-Dinger. Kiste da. Redstone Dodge. Haben wir keinen mehr. Das können wir woanders hin machen. Das auch. Lumium. Ich weiß nicht genau, was man damit machen kann. Aber ich vermute, das hat irgendwie einen Effekt auf Holz weg. Dass du irgendwas heller machen kannst. So. Gut. Ach, ging gar nicht. Okay, ist egal. Ich bedanke mich bei euch wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bei Sky Factory. Warum habe ich da so drei so Dinge? Sind das andere? Alles Marble. Okay. Unsere Glasproduktion bekommt nächste Folge noch einen Upgrade. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Dass die Pulverizer noch ein bisschen schneller sind. Und ja, bis dahin. Ciao, Minecraft.